Köln 50667, RTL 2, toter Ingo Kantorek 44, mysteriöser Abschiedsbrief aufgetaucht. Der Köln 50667 Darsteller Ingo Kantorek starb im Alter von 44 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Susanna bei einem Autounfall. Nun ist ein mysteriöser Abschiedsbrief aufgetaucht. Ingo Kantorek spielte 7 Jahre lang den Alex Kowalski bei Köln 50667, RTL 2. Am 16. August 2019 verstarben der 44-Jährige und seine Frau bei einem Autounfall. Nun ist ein mysteriöser Abschiedsbrief aufgetaucht. Köln. Für Fans der TV-Serie Köln 50667, RTL 2, schlug die Nachricht an jenem Tag im August ein. Wie eine Bombe. Der beliebte Schauspieler Ingo Kantorek 44 und seine Frau Susanna 48 hatten einen Autounfall. Wurden an einem Rastplatz auf der A8 bei Sendelfingen aus dem Leben gerissen. Ingo Kantorek verstarb noch am Unfallort, seine Frau am Folgetag. Viele Monate später hat sich nun ein Kollege und Freund von Ingo Kantorek an die Öffentlichkeit gewandt minus und einen mysteriösen Abschiedsbrief auf Instagram veröffentlicht. Tragischer Unfall auf A8 reiß Köln 50667 Star und Frau aus dem Leben. Die Bilder des tragischen Unfalls sind nur schwer aus dem Kopf zu kriegen. Ein total zerstörter Mercedes steht auf einem Rastparkplatz. Die Vorderseite des Autos zerquetscht. Von dem Wagen, den Ingo Kantorek von Köln 50667 seinen Fans noch stolz auf Instagram gezeigt hatte, ist nicht mehr viel zu erkennen. Wie Ermittlungen ergaben, prallte der Mercedes in der Zufahrt zum Parkplatz gegen eine Betonleitwand minus und anschließend mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 km pro Stunde auf einen geparkten LKW. Eine technische Ursache könne ausgeschlossen werden, hieß es in der letzten Pressemitteilung zu dem tödlichen Unfall des Köln 50667 Stars. Köln 50667, RTL 2, Abschied von Alex Kowalski durch Tod von Ingo Kantorek sehr emotional. Für Fans, Familie, Kollegen und Freunde von Ingo Kantorek und seiner Frau Susanna war der plötzliche Tod ein großer Schock. Der Schauspieler stand 7 Jahre lang für Köln 50667 bei RTL 2 vor der Kamera, hatte sogar eine eigene TV-Serie, das sind die besten Fernsehsendungen im deutschen Fernsehen, namens Tattoo Stories, das geht unter die Haut. Die letzte Szene seiner TV-Rolle Alex Kowalski ließ vermutlich bei keinem Fan das Auge trocken. Nun sorgt ein aufgetauchter Abschiedsbrief viele Monate nach dem Tod von Ingo Kantorek erneut für Gänsehaut. Mysteriöser Abschiedsbrief für Ingo Kantorek von Köln 50667, RTL 2, aufgetaucht. David Ortega, 34, spielte 6 Jahre lang gemeinsam mit Ingo Kantorek bei Köln 50667, das ist Köln 50667 Star Janine Pink, mit. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer verkörpert bei der Scripted Reality-Serie Diego Cortez und hat sich nun mit emotionalen Zeilen an seinen verstorbenen Freund gewandt. Die Zeilen des 34-Jährigen scheinen sein Innerstes darzustellen und können als privaten und zugleich öffentlichen Abschiedsbrief für Ingo Kantorek aufgefasst werden. In dem mysteriösen Beitrag spricht er auch von einer spirituellen Verbindung. Einige Auszüge aus dem emotionalen Brief. Ich schreibe diese Zeilen von hier, zu euch. Ich weiß, dass es das weitergeht. Susi ist für mich eine der lustigsten Personen, die ich kenne, und du auch, Ingo. Ich habe seit Herzeit gebraucht, um das hier so locker zu posten. Danke für die vielen lehrreichen Stunden, Tage, Monate, Jahre. Ein Meister der Kunst des Schauspielens warst du. Den Brief an den verstorbenen Schauspieler beendet David Ortega mit den Worten: Wir sehen uns. Ganz, ganz, ganz sicher. Worte wie diese dürften bei Fans für Gänsehaut sorgen.